Seit 1998 gibt es in der Uckermark den Milchmann wieder. Mehrmals in der Woche beliefert er Haushalte mit frischen Milchprodukten direkt bis vor die Tür. Die Rede ist von Hemmemilch, ein kleiner Betrieb in Schmargendorf, der sich die landwirtschaftliche Direktvermarktung auf die Fahne geschrieben hat und zukunftsorientiert arbeitet. Dafür erhält Gunnar Hemme heute den Zukunftspreis für Ostbrandenburg. Und wir haben den Geschäftsmann vorab besucht. Dieser Beitrag wird freundlich unterstützt von der Unternehmervereinigung Uckermark, Region Angermünde. Milch, die heute gemolken wird, ist morgen beim Kunden. So viel Frische gibt es nur bei Hemmemilch. Vor 6 Jahren kam Gunnar Hemme aus Niedersachsen in die Uckermark und ließ den Milchmann wieder aufleben, dessen Tradition mit der Zeit eingeschlafen ist. Nun sind 8 feste Mitarbeiter und 6 Teilzeitkräfte tagtäglich damit beschäftigt, die frische Milch von den etwa 400 Kühen eines ortsansässigen Landwirtschaftsunternehmens zu verarbeiten und die Produkte via Milchmann oder Milchfrau direkt zu den Kunden zu bringen. Jeden Tag rollen die Fahrzeuge kilometerweit. Die Kunden kommen aus allen Teilen der Uckermark und erstrecken sich bis zum Raum Berlin. Immer mehr setzen auf die Qualität und die Frische der Hemmemilchprodukte, zu denen nicht nur die Milch, sondern auch zahlreiche verschiedene Sorten Joghurt, 3 Sorten Frischkäse, unterschiedliche Molkedrinks, Trinkjoghurt und Schokomilch gehören. Erst auf der Grünen Woche in Berlin bekam Hemmemilch den ProAgro-Marketingpreis für Produktinnovation verliehen. Nun folgt die nächste Auszeichnung. Die Industrie- und Handelskammer sowie die Märkische Oder-Zeitung hatten Unternehmer aufgerufen, sich um den Zukunftspreis Ostbrandenburg zu bewerben. Gunnar Hemme ist eine von insgesamt 10 Personen, die den Zukunftspreis in Frankfurt an der Oder verliehen bekommt. Kriterien waren in erster Linie, dass man gewissermaßen die Zukunft des Betriebes sichert bzw. weiter ausdehnt und etwas macht, was so einen innovativen Charakter auch hat. Und da passen wir mit unseren Produkten und mit unserer Dienstleistung, sprich dem Milchmann-Prinzip, denke ich, sehr gut rein. Deswegen haben die Herren und Damen uns dann natürlich entsprechend dazu auch auserkoren. Auf 150 Quadratmeter wird in dem Schmargendorfer Betrieb die Milch verarbeitet. Von der Produktion bis zur Verarbeitung legt diese lediglich einen Weg von 10 Meter zurück. Im nächsten Jahr werden es etwa 120 Meter sein, denn Gunnar Hemme und sein Team zieht im Frühjahr 2005 in ein neues Verarbeitungsgebäude. Wir werden uns von der Räumlichkeit ungefähr verdoppeln. Wir werden die Produktion dahin umlagern, weil es hier einfach viel zu eng ist und sich das Gebäude vorne auch wesentlich besser repräsentieren lässt. Wir investieren da ca. 460.000 Euro. Das Ganze soll abgeschlossen sein im Frühjahr, sodass wir dann auch weiter nach vorne schauen können. Etwa 3.000 Haushalte beliefert Hemmemilch mittlerweile. Die erste Lieferung erfolgte am 17. November 1998. Einen Monat später waren es schon 400 Kunden, die sich die Milchprodukte von glücklichen Kühen direkt bis an die Haustür liefern ließen. Und dies noch immer tun. Wir haben also angefangen mit 0 Kunden. Also wirklich mit 0 und sind jetzt so weit, dass wir derzeit ca. 2.500 bis 3.000 Haushalte beliefern, das Ganze 2-mal wöchentlich, eben über dieses Milchmann-Prinzip. Seit ungefähr einem Jahr haben wir ca. 70 bis 80 Kindergärten, die von uns Milch bekommen, plus einige Großabnehmer. Unter anderem sind wir auch Lieferant des Hotels Adlon in Berlin. Und jetzt seit 14 Tagen bekommen auch unsere ganzen Bundestagsabgeordneten in Bundestagsrestaurant im Reichstag unsere Milch und Milchprodukte. Ausgeliefert werden die Produkte alle in Mehrwegbehälter. Dadurch werden bis zu 1.500 Einwegverpackungen je Milchflasche gespart. Das Bestellsystem von Hemmemilch ist für die Kunden sehr einfach. Ein Anruf genügt und die gewünschten Produkte werden geliefert. Die Abrechnung erfolgt zum Beginn des Folgemonats. Dieser Beitrag wurde freundlich unterstützt von der Unternehmervereinigung Uckermark, Region Angermünde. Ganz wie früher. So schwärmten heute in der Angermünder Rosenstraße einige Verkoster der neuen frischen Buttermilch aus dem Hause Hemmemilch. Der Unternehmer mit Sitz in Schmargendorf bei Angermünde hat sein Sortiment um unbehandelte, sprich nicht erhitzte Buttermilch und um Sauerrahmbutter im 200-Gramm-Fässchen erweitert. Beides aus bester Hemmemilch, direkt auf dem Hof und schonend hergestellt und ab sofort auch bei der Firma zu bestellen bzw. im Laden erhältlich. Damit nicht genug,
versucht, hat sich Gunnar Hemme, übrigens nicht zum ersten Mal, mit Bäckermeister Klaus Schreiber zusammen, der die neuen frischen Produkte in zwei Sorten Haferflockenbrot bzw. zu Frankfurter Kranz verarbeitet. Alles lecker und zu empfehlen, so das Urteil der vorbeischauenden Passanten. Auch Bürgermeister Wolfgang Krakow ließ es sich nicht nehmen, das Buttercreme-Gebäck selbst anzuschneiden und zu verteilen. Er zeigte sich erfreut über das weitergehende Engagement von Unternehmern seiner Stadt für gesunde und handgefertigte Lebensmittel. Als Dritter im Bunde trat heute bei der Vorstellung Michael Ahlers vom Regionalmanagement Regionen aktiv auf. Diese regionale Partnerschaft Barnim Uckermark, die sich seit Jahren für die Vermarktung regionaler Produkte engagiert, förderte anteilig die Technik zur Butterherstellung bei Hemme. Bäckermeister Schreiber lobte übrigens besonders die neue Hemme Butter. Sie gebe seinem Frankfurter Kranz eine schöne weiße Farbe. Milchprodukte kauft man bei Hemme Milch, denn hier wird Wert auf frische Transparenz und Dienstleistung gelegt. Heute gemolken, schonend verarbeitet und morgen beim Kunden. Den Weg der Milch vom Ursprung bis in die Flasche kann der Kunde stets zurückverfolgen. Auf Wunsch Lieferung von Joghurt, Molke, Milchgetränken bis vor die Haustür. Einfach bestellen unter 03x31 25 25 25 oder direkt im Milchladen Angermünde, Ortsteil Schmargendorf. Der Milchmann freut sich auf Ihren Besuch. Vor 10 Jahren kam Gunnar Hemme in die Uckermark. Im Gepäck eine Idee, die einmalig für die Region war und noch immer ist. Der erfolgreiche Unternehmer ist nämlich der Milchmann. Der Uckermark liefert Milchprodukte tagesfrisch direkt vor die Haustür. Die Anfangszeit war etwas schleppend. Inzwischen kennt man Hemme sogar im Bundestag. Gestern lud Gunnar Hemme mit seinem Team zum Hoffest. Milch, Joghurt, Quark und Butter. Die Produktpalette von Hemme Milch ist umfangreich. Viele kennen den Milchmann aus Schmargendorf und nutzten das Hoffest zur Brandenburger Landpartie, um zu erfahren, wo das, was jeden Morgen auf dem Frühstückstisch steht, herkommt. Der Besucheransturm war enorm. Unter ihnen viele Einheimische, weiterhergereiste und auch Staatssekretär Dietmar Schulze. Er war das ganze Wochenende im Land unterwegs und besuchte Höfe zur Brandenburger Landpartie. 250 Betriebe öffnen ihre Tore, so wie heute hier auch in Schmargendorf. Die Landwirte können zeigen, wie sie produzieren. Und die Verbraucher können reinschauen, wie das produziert wird, ich denke, und dann noch gutes Wetter. Wie geht's den Landwirten? Gerade jetzt hier beim Thema Milchboykott, hat sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt? Ja, ich denke mal, es hat sich noch nicht beruhigt. Es hat sich zwar vielleicht in den Aktionen beruhigt, aber beruhigen kann es sich ja eigentlich nur, wenn der Landwirt auch einen vernünftigen Preis für sein Produkt bekommt. Und das ist ja noch nicht der Fall. Insofern hat sich vielleicht von der Oberfläche her und von den Aktionen beruhigt, aber in der Sache hat sich ja noch nicht allzu viel getan. Was wünschen Sie sich für die Landwirte hier in der Region? Ja, na, erstmal noch ein bisschen mehr Regen, wie jetzt die letzten Tage gekommen ist. Der war ja bitter notwendig, weil die Ernte drohte ja doch dann auch sehr schlecht zu werden. Und bei den Milchbauern hoffen wir mal, dass sie einen vernünftigen Preis aushandeln können, damit sie wenigstens 40 Cent für einen Liter bekommen. Bei Hemme in Schmargendorf gibt es immer frische Milch, auch wenn es anderswo knapp wird. Die Kühe stehen direkt vor der Produktionshalle. Den Herstellungsprozess konnten die Festbesucher live miterleben. Von der Kuh in die Produktionshalle und anschließend zur Verkaufstheke. Transparenz ist dem Milchmann wichtig. Seit 10 Jahren bringt er den Kunden die Milch direkt bis vor die Haustür. Für seine Geschäftsidee erhielt das Unternehmen 2004 den Zukunftspreis Ostbrandenburg. In der Region ist es einmalig, das ist richtig. In den alten Ländern gibt es vereinzelt auch manche Betriebe, die das ähnlich machen. Sie sind mit einem entsprechend hohen Aufwand verbunden. Die Einzelumsätze pro Kunde sind nicht sehr groß, dafür haben wir aber sehr viele Kunden. Und ein Unternehmen, was bekanntlich auf sehr vielen Beinen steht, ist auch ein bisschen sicherer. Was für Beine sind das noch? Ja, wir beliefern insgesamt 2.500 Privathaushalte, also unser Unternehmen basiert auf 2.500 Privathaushalten. Dazu noch einige Großhändler, ungefähr 80 bis 100 Kindergärten und Schulen, die wir beliefern. Die nehmen natürlich entsprechend eine Mehrmenge ab. So sind wir also auf.